Hallo, heute wollte ich damit anfangen. Ich habe heute wirklich mehrere Stunden auch wieder so nebenbei Karte mir angeschaut. So, ich blätter mich hier durch. Wisst ihr, was ich interessant finde? Hier hat man mit dieser einen Zeichnung eben auf ein Hünengrab hingedeutet. Beziehungsweise ging das ja in eine bestimmte Richtung, aber ja, es stand auch für Hünengräber. Wir haben da ein Gräberfeld. Aber wenn man weiter guckt, seht ihr hier. Hier, hier. Ja, so oft ist das eigentlich gar nicht. Aber wenn man sich hier umschaut, da, nächste. Die Karte ist ein bisschen grob natürlich, aber die hätten hier kein Mist eingezeichnet. Kirchen sind da. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein Jagdgebiet hier ist oder hier Postweg wahrscheinlich. Ich kenne nicht alle so im Kopf, aber jetzt habe ich eben das überprüft. Und hier auch. Zwischen Gruna, Lichtenberg ist das Teufelstal. Ja? Das ist das Besondere. Hier ist auch ein Versteck, seht ihr das? Das ist ja fast schon im Dorf. Und das verstehe ich auch jetzt nicht so ganz hier. Ich habe natürlich auch auf anderen Seiten geguckt, aber hier ist das eindeutig. Hünengrab, entweder dieser Stern, der dort abgezeichnet ist, oder manchmal auch mit 8. Komischerweise 8 war Stern. Sonst sagt es praktisch, es gibt nichts, was ähnlich ist. Deshalb wundert mich das, wie viele Hügelgräber, habe ich ja gesagt letztens auch, dass ich da vermute, dass das dort überall etwas sein muss. Was natürlich besonders auffällig ist, ist, die Karte ist von 1936. Also so alt ist die ja gar nicht. Und da waren diese Hügelgräber hier noch verzeichnet. Also das hier. Das und das, die drei Stück, die guckt euch mal an, wie die hier verteilt sind. Natürlich ist die Stadt hier, beziehungsweise Stadt, da sind hier ein paar Häuser an der Straße und auf der anderen Seite auch. Und deshalb kann es sein, dass das dann direkt ein paar hundert Meter vielleicht von der Straße entfernt war oder so. Die Karte ist einfach zu grob. Aber ihr seht drei Stück davon und gegenüber eben das. Und wenn hier nur eins ist. Und hier seht ihr nochmal eins. Und hier nochmal. Also langsam kann ich das kaum glauben, dass das alles für Hügelgräber steht oder Hünengräber, wie auch immer. Wie soll das denn? Muss echt sagen, natürlich kann ich bis jetzt hundertprozentig, habe ich mich überzeugt, dass es eben hier was gibt. Aber wenn es hier über 200 gibt und noch andere Bauwerke, wo man gar nicht weiß genau, was da sein soll, dann haben die das mit einem einzigen gekennzeichnet. Da könnt ihr euch vorstellen, dass das hier nicht bedeutet, dass da einzelne sind, sondern auch mehrere. Wer weiß, was hier alles, vielleicht war das alles voll. Vielleicht gab es Tausende davon mit Pausen zwischen und sowas. Keine Ahnung. Hier ist das eben gezeichnet. Und da seht ihr Stangenhain, heißt das hier, Leopoldshain. Hier war garantiert mehr, als man nur jetzt heute sieht, natürlich. Ich habe mich davor vertan. Ich dachte, oh, ich habe mich so gefreut, aber die Karte war noch grober. Und das war praktisch hier direkt neben Lichtenberg. Und das war irgendwie verwaschen. Das sah aus wie Stollenberg. Da dachte ich mir, wow, wieder recht gehabt. Aber das wäre dann zu schnell und zu einfach vielleicht. Wisst ihr, was noch auffällig ist? Hier, irgendein Stollen hier, würde ich sagen, weil hier ist das eingezeichnet, als hätte man gegraben. Weil normal sind Steinbrüche auch gekennzeichnet, aber die haben ab andere Abkürzung. Ich bin mir hier nicht sicher. Ich weiß nur, dass heutzutage dort Basalt irgendwo dort in der Ecke abgegraben wird. Die Karte ist einfach nicht optimal, aber jetzt klicke ich mal hier. Die sieht ja schön aus, sagt aber nicht mehr. Hier ist das gar nicht gekennzeichnet. Ich liebe es, in den alten Karten herumzustöbern. Das war handgemalt, was das für Arbeit war. Da kommt auch irgendwie mehr rüber. Und guckt euch das an. Hier, ich weiß nicht, ob diese Punkte hier alles, na, das sind keine Hügelgräber, wahrscheinlich Bäume oder sowas. Aber das hieß damals Hainberg mit Y, aber das Hainberg. Königshain zum Beispiel, ne? Und so weiter.
Deshalb liebe ich diese alten Karten, auch wenn das hier gar nicht angezeichnet ist. Welches Jahr? 1935, auf einmal sind da keine Hügelgräber mehr, seht ihr? Deshalb muss man alles gucken. Guckt euch das bitte an. Diese Seite ist super. Ich komme davon gar nicht mehr weg. Eigentlich wollte ich noch andere Sachen zeigen zu Thema Blitzen und so, Entladung, aber das ist so, könnt ihr euch selber informieren. Ich sage euch nur, es gibt eine Spannung zwischen der Erde und dem Himmel. Ich sage jetzt nicht, dass diese Steine da oder gestern hier am Fahrradständer explodiert mir. Was war das übrigens eigentlich? Habe ich mir eben ein bisschen angeguckt. Aluguss, diese Thematik und so. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass hier auch wieder diese Dinge eingezeichnet sind. Hier. Die für diese Hügelgräber stehen. Ich kann gar nicht glauben, dass da so viele sind. Aber wie ihr seht, im Laufe der Zeit waren sie manchmal notiert, dann wieder irgendwie vergessen, dann wieder notiert. Vielleicht liegt es auch an der Größe der Karte, dass es dafür einfach keine Zeit gab oder so. Jetzt muss man bedenken, was das für Arbeit war. Eine tschechische Karte. Und jetzt gucke ich, Moment, wo bin ich hier wieder? Sieht manchmal so, hier ist Gruna, das ist schon mal gut. Also hier, das ist dieser Berg. Hier sind wahrscheinlich die höchsten drei Stellen. Also hier steht auch Hüdengrab, das gleiche, zwei verschiedene artige Symbole. Aber es gibt einen ähnlichen, die für Polizei und Feuerwehr steht. Aber das ist deutlich, hat deutlich mehr Strahlen. Trotzdem kann ich kaum glauben, dass da so viele sind, auch wenn ich das selbst vermutet habe. Auf dieser Karte sind wieder keine Gräber gekennzeichnet, selbst hier nicht, aber trotzdem haben wir hier das hier. Das kapiere ich nicht. Also das verstehe ich wieder auf der Karte nicht, aber seht ihr, das ist auch nur selten gezeigt. Nur trotzdem, das kann auch nicht wieder die Feuerwehr hier sein. Ne, aber auch Hünengrab. Da frage ich mich, wieso ist er nur hier gekennzeichnet und dieses Feld nicht? Gut, aber jetzt möchte ich euch damit gar nicht langweilen, weil mir das selber Spaß macht, aber ich merke selber, dass ich langsam hier den Überblick verliere und natürlich noch jede Menge zu vergleichen habe, damit ich dann so endgültig was sagen kann. Ja, aber ich wollte nur zeigen, dass das auch Spaß macht, gerade auf den alten Karten. Manche haben das eben, was den anderen fehlt. Und manchmal gibt es Überraschungen auch, ja. Oder Sachen, die es gar nicht mehr gibt, spurlos verschwunden. Zum Beispiel hier ist irgendeine geologische Karte, dass ich hier wieder das alles so rot ist. Was auffällig ist natürlich, dass es hier weitergeht und ausgerechnet hier, Lichtenberg, ist es auch wieder so rötlich. Und ich weiß nicht, ob das jetzt, es kann nicht die Höhe sein. Weiß nicht. Meinen die Granit damit? Nee. Oder geht gar nicht so viel. Stehe ich nicht so ganz, wenn ich hier hochgehe. Auf jeden Fall ist das wieder so kleine zusätzliche Information. Jetzt wollte ich ganz kurz zeigen, diese Karte ist ja oft nützlich, wenn ich hier dran gehe. So habe ich auch die Steinbrüche in meiner Umgebung entdeckt. Die sind die eigentlich in der Stadt hier drin. Aber das ist ja das Problem. Wenn ich nach Polen gehe, über die Grenze, da verschwindet diese Qualität. Ne? Man hat nicht annähernd sowas Gutes. Das ist das, weil ihr erkennt hier schon einige Details, ne, die man sonst wäre schon nützlich. Was ist das denn hier wieder? Ja, ich lasse eben diese anderen Themen erstmal und habt erstmal. Lieber bleibe ich hier beim Thema und will ja nicht zuverlässig werden. Was mir auffällt, zum Schluss wollte ich nur zeigen, es ist immer noch ein geschlossener Wald, mehr oder weniger. Auf jeden Fall kann man zwischen den beiden Orten komplett durch den Wald gehen, durch das Höhlental. Weil ich habe vor, morgen hier mir ein paar Sachen noch anzugucken, mal gucken, wie das Wetter wird und so. Aber ansonsten sage ich erstmal Tschüss und dann bis dann. Jetzt wollte ich das doch mal kurz zeigen. Jetzt steht das so schön auch halb im Schatten, halb im Licht. Und hier ist ja der Richtungsweiser. Oh Mann. Ja, ich habe 7 Bar, Leute, deshalb diese Vibrationen zusätzlich, wenn ich Fahrrad fahre. Aber, oh Mann, stimmt, das Ding ist kaputt. Ich muss mein Fahrrad hinlegen. Bitte, guckt euch das an, wie eindeutig. Ja, es ist halt nicht dieser typische
Kompass, sondern ein vierfacher Stern, eindeutig so wie in der Ruhmeshalle. Vor allem halb so hell und halb dunkel. Schwarz-weiß könnte man auch sagen, aber es ist auch bei dem Thema Inanna, Unterwelt, wie auch immer, ich habe das auch bei den Japanern ja rausgelesen. Mann, was ist das für ein Wind jetzt? Dass die Wesen da ein halbes Jahr draußen sind und ein halbes Jahr in der Unterwelt. Das wollte ich nur abkürzen. Natürlich könnte man denken, trotzdem ist das hier so ein Richtungsweiser, Wegweiser übrigens, ne? Hier. Ich habe zwei Seiten davon. Eins und vier, ne? Da ist sogar dieser Dreizack dabei. Hinter steht Poseidon, Vater der Venus. Und so weiter. Man könnte denken, vielleicht kann sich mal ein Fehler einschleichen. Aber dass das alles nur zufällig ist, das kann man ausschließen. Und ich glaube, ich mische das Video nicht mit ein Zuhause, weil die sich gegenseitig irgendwie behindern. Ich mache lieber hier ein kurzes. Habe ich das eben schon gesagt, morgen fahre ich dorthin und besuche die andere Strecke, da wo mich dieser Pilzsammler hinlocken wollte. Na Quatsch, ihr wisst. Ach, ich kenne so einen Spruch, nur die Paranoiden werden überleben. Die Winde sind stark, ich muss mir heute da was draufkleben. Ja, Windschutz. Aber wie oft habe ich das schon gesagt? Da hinten im Gestalterwanderhaus, die ganzen Logen haben wir hier. Da, Nachtschmied, der Teufel, unterirdische Gänge, keine Ahnung. Da der Friedhof mit dem Berg, die Stollen, aber vor allem um die Ecke ist wieder Poseidon. Ne? Und das wäre seine Tochter, hatte diese Symbolik. Inanna, Ishtar, habe ich ja schon mal gesagt. Maria, Venus und so weiter, das hat viele Namen. Hier ist übrigens Süden. Und dann wollte sie ja auch noch alle Welten beherrschen, die Unterwelt natürlich. Wobei ihre Schwester die schon beherrscht hat. Aber ich habe bei den Mayas gelesen über diese Zwillinge. Und es kann sein, dass Inanna und Ereshkigal, oder wie die heißt, dass das Zwillinge waren. Also offiziell waren das sowieso Schwestern. Leute, ich merke gerade, das ist ein bisschen zu kompliziert hier auf der Straße, das alles zu erzählen. Ich wollte nur daran erinnern. Ich habe mir Karten heute angeguckt und ja, Wahnsinn. Und es gibt noch so eine Besonderheit, die möchte ich auch hier nicht erwähnen. Aber, oder ich sag das mal kurz, diese Schattenwesen, ne? Die können sich überall zeigen. Direkt hier sind wieder zwei Löwen und so weiter. Das ist einfach zu viel. Leute, das Thema Wasser. Dann ihre Symbolik. Natürlich ist die ein bisschen versteckt. Habe ich oft gezeigt, ne? Ich bin gerade mal 150 Meter entfernt. Wächter und irgendwelche Greys da drauf. Oh Mann. Heute bin ich extra zu dem Brunnen gefahren. Seht ihr? Die ist auch halb im Licht, halb im Dunkel. Genau wie eben der Brunnen. Ah, das finde ich schon erstaunlich. Auch wenn das jetzt natürlich wahrscheinlich wirklich Zufall ist, weil was soll das denn bedeuten, ne? Aber das ist der Poseidon. Und wieder Brunnen und so weiter. Und meistens habe ich hier Teufel oder Engel an den Brunnen oder Djinns, ne? Hallo? So, ich glaube, ich sollte hier gar nicht so viel filmen. Mir sind hier zu viele Leute, die stören mich einfach. Ja, die stören, die holen dich da raus. Manchmal aus dieser Thematik. Natürlich liegt es manchmal auch an mir, aber ich sag nur, Hermes mit seinem Hermesstab, der den Pan oder diese Wesen hier geschaffen hat, ne, das ist der Kreator. Er war eine Gottheit, aber auch ein Engel. Ja, und so wie es aussieht, kann sein, dass dieser Person drüber stand. Aber es hängt trotzdem zusammen alles. Und ist auch wieder Hälfte in Licht, Hälfte in Dunkelheit. Gerade wo ich das Thema so nebenbei hier behandle, dann kommt mir das entgegen, dieses Licht.